Ja, horch mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hitman Absolution, wie immer auf Fränkisch. Also, wir nähern uns der Zielperson des ersten Levels. Ich bin gespannt. Mit Ruhm habe ich mich jetzt nicht gerade bekleckert. Ach, das ist eine schöne Perlenkette. Ich glänze. Diana, okay. Nicht umbringen, mach was anderes mit ihr. Gott, wie kannst du nur? Schau dir das doch mal an. Also bitte. Nicht, nein, 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 auf keinen Fall. Oh Gott. Hess hat gewartet. Oh Mann. Grüne Augen, was tust du? 47. Bitte kommen. Ich soll sie töten. Warum haben sie das getan? 47? Was ist los mit dem Ding? Wir alle haben unsere Grenzen. Selbst sie 47. Aber elegant, wie das Handtuch da liegt. Wir hatten einmal die Ehre. Diana, ich hätte sie von den Ärzten wegholen sollen. Ich wusste, sie würden es verstehen. Mist. Da stimmt was nicht. Das geht nicht lange gut. Die Zeit drängt. Noch haben sie eine Chance. Im Bademantel. Da ist ein Brief. Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie, bevor Travis etwas merkt. Bitte. Sie darf nicht werden wie sie. Was soll denn jetzt das heißen? Versprechen Sie es. Ich verspreche es. Was heißt ja, die darf nicht sein wie ich? Okay, schwere Belastungen. Feindliches Gebiet. Umschalt, um zu sprinten. Warum habe ich denn jetzt Waffen? Ach, ich darf... Nee, doch, okay. Wieso soll ich sprinten? Ich will nicht sprinten. Alles klar, gut. Agent 47 kann seine Gegner schnell und präzise ausschalten. Wie Sie sehen, haben sie durch die Konzentration auf ihre Gegner rasch Instinkt aufgebaut. Ja, das ist toll. Okay, halten Sie C-Instinkt. Drücken Sie Q, um Zielfeuern zu aktivieren. Drehen Sie die Kamera, um den Gegner anzuvisieren. Und arretieren Sie dann den Schuss. Tödlicher Schaden. Konzentrieren Sie sich auf den nächsten Gegner. Tödlicher Schaden. Alle Gegner... Q, Feuer. Wow! Wow! Ich bin der Held. Leiche in der Nähe. Verkleiden? Nö.
Sollen wir die wegschleppen? Gibt's hier irgendwo Positionen zum... Gibt's nicht. Okay, dann lassen wir sie halt immer einfach liegen, ne? Ah, da gibt's Munition. Oder? Waffen? Nicht? Nee. Okay. Leer Schlossknacken einstellen. Ach so. Es dauert eine Zeit. Hey Baby! Weißt du, wer ich bin? Natürlich. Sie ist tot, nicht wahr? Komm und bleib dicht bei mir. Wohin gehen wir? Ich war's nicht. Steig ein. Es ist erledigt. Gute Arbeit, 47. Bringen Sie sie zum Exfiltrationspunkt. Okay. Bin ein widerspenstiger Agent. Was machen Sie da? Warum will die Agency dich? Ich weiß nicht, ich schätze, ich... Diana ist für dich gestorben. Wieso? Bitte, sie war meine einzige Freundin. Sie hat mich von den Ärzten befreit. Erzähl mir von den Ärzten. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Es ist wie in einem bösen Traum. Wieso? Das kriege ich noch raus. Oh, das hättest du mir nicht sagen dürfen. Du weißt, Sir, wer die Ärzte sind. Hier ist niemand. Unser Mann scheint sich abgesetzt zu haben. Verdammt, das hatte ich befürchtet. Setzen Sie sämtliche Agenten auf ihn an, hören Sie, Jade. Finden Sie 47, bevor er uns durch die Maschen schlüpft. Okay, nein, nicht mich finden. Verringert Rückstoß von Waffen, verkürzt die Nachladezeit. Okay. 15.000, das war sehr schlecht. Leiche versteckt mal 2. Rückstellung mal 1. Ach so, okay. Also das mit dem Koch war nicht so der Hit. Der Rest war okay. Und man hätte es aber noch deutlich besser machen können, wie die anderen Punkte da gezeigt haben. Ist ja wurscht. Okay, weiter. Beweissammler bin ich nicht geworden. Anzugspflicht habe ich auch nicht. Ach so, dass man komplett mit dem Anzug durchspielt. Moderne Kunst. Axt, wow. Das kann man gar nicht alles in einem Aufwand schaffen. Das muss man also wirklich mehrmals machen. Ein persönlicher Auftrag. Okay, weiter. Wachsam sein. Die Agency kennt meine Verstärke und sie werden nach uns suchen. Das ist der sicherste Ort, den ich kenne. Stimmen sind nämlich leise. Es tut mir leid, aber... Versteck dich, bis ich weiß, was los ist. Oh. Sie haben mich angerufen? Ja. Oh. Du musst Victoria sein. Komm rein, mein Kind. Danke für Ihre Hilfe. Das Mädchen ist wichtig. Nehmen Sie das. Wir werden gut auf Sie aufpassen, mein Sohn. Diana sagt, du brauchst diese Kette. Verlier sie nicht. Kommen Sie wieder? Ich beobachte dich. Creepy, das ist doch nett. Ich meine, wenn dir irgend so ein Auftragskiller sagt, er beobachtet dich, da ist doch keine... Wow. Okay.
bleib doch mal stehen! Du lässt dir doch den ganzen Spaß entgehen, Mensch. 37,50 die Nacht. Keine Partys. Hallo? Birdie, wir müssen reden. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, mein Freund. Ehrlich. Ich bewundere einen Mann, der die Hand abbeißt, ihn füttert. Ich nehme mal an, dass Sie Informationen brauchen und ich kann sie Ihnen vielleicht auch geben. Aber zuerst müssen Sie was für mich tun. Hören Sie zu? Cool. Da ist doch dieser neureiche Schnösel, der sich selbst König von Chinatown nennt. Understatement ist nicht so sein Ding. Und es wäre schön, wenn er mal abtreten würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Den König von Chinatown. Überhaupt kein Problem für mich. The King of Chinatown. Dieser König residiert in der Pagode mitten in der Stadt, abgeschirmt von einer Armee korrupter Cops. Er verlässt nie seine Deckung, außer er trifft sich mit seinem Dealer in einer Bude über dem Platz. Außerdem hat er so ein Angeberauto aus Europa in einer Seitenstraße geparkt. Mehr weiß ich nicht, Mann. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind, okay? Okay. Ein Dealer-Auto. Grandios. Okay, an der Stelle muss ich jetzt mal so ein wenig eine kürzere Folge, ich weiß, aber da machen wir jetzt im nächsten Part weiter. Und ich sag mal, bis demnächst. Tschüss.